erzähle, würdet ihr es mir nicht glauben. Ihr müsst es schon sehen. Mit euren eigenen Augen. Oh, was denn sehen? Das. Dort. Oh, was ist denn mit dieser Glimmerbeere passiert? Sie hat die seltene, die ungewöhnliche und rätselhafte Carroites punctiotus. Vasitis viriotus? Carroites punctiotus. Das ist eine Krankheit, bei der die Blätter einer Pflanze Caromuston Punkte bekommen. Oh, ist das schlimm? Es ist jedenfalls nicht gut. Und aus modischer Sicht gesehen ist das erst recht schrecklich. Was ist die Ursache dafür? Das ist ein Rätsel. Ich habe mal irgendwo gelesen, es könnte an einem Vitaminmangel liegen. Aber welches Vitamin fehlt, weiß ich nicht. Beschädigt es die Glimmerbeeren? Nicht, dass ich wüsste, aber so genau erinnere ich mich nicht mehr. Oh, kannst du denn irgendwas tun? Vielleicht könnte ich einen extra speziellen Vitaminpflanzendünger mixen. Ja, natürlich. Das ist es. Wunderbare Idee. Ich muss los. Tja, wir sollten mal los zum Teich, wenn wir heute überhaupt noch schwimmen wollen. Ja, du hast recht. Bin detektivieren. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Bonnie, bist du da drin? Hallo? Hey, du da. Bonnie? Detektivin Bonnie. Wie sehe ich aus? Wie? Patty Schnüffelnase. Danke. Was macht ihr gerade? Wartet, sagt nichts. Ich will es selbst herausfinden, so wie Patty. Sie weiß genau, wie sie die Gedanken von Kriminellen lesen kann. Kriminelle? Nun gut, mein überaus gutes Kombinationstalent sagt mir, dass ihr eine Wanderung unternehmt. Wie hast du das denn erraten? Ich habe nicht geraten. Ich habe mich gefragt, wieso haben diese Mädchen wohl Schmetterlingsnetze und Ferngläser dabei? Was für ein Zufall. Und wir haben uns gerade gefragt, wieso haben wir keine Wanderkarten dabei? Was denn für Wanderkarten? Na, die, die du mitbringen solltest. Ups, ich denke, die habe ich in einer Kiste verstaut. Ich musste ja Platz machen für die Patty-Schnüffelnase-Krimis. Also, wenn du mit uns mitkommen willst, solltest du dich noch umziehen. Oh, das tut mir leid, wirklich. Ich will euch nicht aufhalten. Ich muss außerdem noch meine Detektivierungsfähigkeiten trainieren. Wir haben Muffins, deine Lieblingssorte. Blaubeere. Ach ja? Oh, nein, danke schön. Ich mag Muffins überhaupt nicht. Hä? Bis später. Ich muss los, um neue Rätsel zu lösen. Ist es nicht Patty Schnüffelnase, die Muffins nicht mag? Und nicht Bonnie? Ich mag doch Patty Schnüffelnase-Bücher auch total, aber was ist mit unserer Freundin Bonnie passiert? Das ist das eigentliche Rätsel. Ich verstehe es nicht. Da! Wieso sehen diese Pflanzen so aus? Genau, das ist ja das Rätsel. Irgendwas verursacht dieses Karo- und Punktemuster. Du kannst sicher herausfinden, warum sie so aussehen, mithilfe deiner Bücher. Nein, 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 nein. Ich werde diesen Fall im Patty-Schnüffelnase-Stil lösen. Und sie beginnt immer damit, Hinweise zu sammeln. Und dann kommt der lustige Teil. Der lustige Teil? Ja. Sich in die Gedanken des Kriminellen einfühlen. Sich zu fragen, was der Kriminelle wohl denkt. Hm. Wieso würden Pflanzen Karos und Punkte haben wollen? Vielleicht war ihnen langweilig. Aha! Ich weiß, was mit den Pflanzen los ist. Jemand hat sie angemalt. Wieso sollte jemand sie anmalen? Ganz genau. Und das werde ich herausfinden. Ich werde darauf warten, dass der Täter zum Tatort zurückkehrt. Das tun sie immer, weißt du? Das habe ich von Patty Schnüffelnase, der genialen Detektivin. Ich werde die ganze Nacht hierbleiben, wenn es nötig ist. Nicht eine einzige Winzigkeit wird meinem aufmerksamen Auge entgehen und dem anderen auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist bärig schlimm. Das Karo- und Punktemuster hat sich weiter ausgebreitet. Hey, vielleicht hat Bonnie das Rätsel ja gelöst. Wo ist sie eigentlich? Irgendwo hier müsste sie sein. Bonnie? Aha, du da!
Also warst du es von Anfang an und deine kriminelle Komplizin. Dieses Rätsel ist gelöst. Also, warum habt ihr das getan? Was getan? Na, Karus und Punkte auf die Bärenpflanzen malen. Wir haben gar nichts angemalt. Und was macht ihr dann hier mitten in der Nacht? Wir wollten sehen, wie es dir geht, ob auch alles in Ordnung ist. Und eigentlich ist schon morgen. Aha! Ich wusste das. Ich wollte nur sehen, ob ihr das auch wisst, dass ich das weiß. Wisst ihr? Also, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich muss ein Rätsel lösen. Hier treibt sich irgendwo ein Schwerverbrecher rum. Ein Unhold, der keinerlei Geschmack hat. Du hast herausgefunden, wer vermisst wird? Aha, fast. Weil ich beinahe herausgefunden habe, wer vermisst wird. Ich habe nur noch ein paar Fragen an euch. Dann wird der Fall so gelöst sein wie eine Brausetablette in einem Wasserglas. Mein Kombinationstalent sagt mir, dass die Antworten zu meinen Fragen hier in diesem Raum sind. Was für Fragen hast du denn? Was ist das Lieblingsessen der Person? Das sind definitiv Muffins. Aha! Ganz besonders Blaubeermuffins. Aha! Was ist mit Hobbys? Sie liebt es, Bücher zu lesen. Aha! Es ist ein Mädchen. Du sagtest sie. Ich habe alle Hinweise gesammelt und nun setze ich sie zusammen. Sie mag die Farbe Blau und hat eine merkwürdige Vorliebe für Blaubeermuffins. Sie liest gerne Bücher und müsste eigentlich hier im Buchclub sein, wenn sie nicht verschwunden wäre. Die einzige Person, die das sein kann, ist... Ja? Nun, wer ist es? Komm schon, mach es doch nicht so spannend. Die einzige, die in Frage kommt, ist... Ich selber. Na, ehrlich. Ja, genau, du bist es. Du hast das Rätsel gelöst. Also, ich bin die vermisste Person? Du hast es erkannt. Ja, ich denke, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, hm? Und wir haben dich wirklich vermisst. Kommt alle mit, kommt mit in den Bärenhain! Ist das nicht das Bärig-Schönste, was ihr je gesehen habt? Ganz vorsichtig, Plätzchen. Diese Beere ist unser Nachtisch beim großen Bärenfest Schlemmeressen morgen. Wow, ist alles in Ordnung, Herr Bärchen? Ja, danke schön, Fräulein Emily. Es hat kurz geholpert, da bin ich wohl gestolpert. Dabei suche ich doch die... Du hast sie ja gefunden. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein großartiges Exemplar dieses Jahr. Vielleicht die größte Beere, die ich je sah. Die Farbe ganz satt, die Form sehr fein. Die Beschaffenheit könnte nicht besser sein. Oh, und das Aroma, oh ja, durch und durch gelungen. Schnuschönchen, nein. Brav, mein Kätzchen. Wir müssen behutsam damit umgehen, weil es immer nur eine einzige köstliche, nahrhafte Wanderbeere gibt. Und es passt sehr gut, dass du als unsere neue Bärenfestprinzessin sie für uns gefunden hast. Gefunden? Wer hat sie gefunden? Emily! Emily hat sie gefunden! Da ist sie ja! Sie hat sie ja! Emily gefunden! Sie sind toll! Seht sie euch an! So was habe ich noch nie gesehen. Einfach unglaublich außergewöhnlich. Na los, worauf wartest ich du? Will, komm will, schon, ich will! Bitte, bitte, lass mich! Moment, ihr kennt doch die Tradition. Die Bärenfestprinzessin höchstpersönlich pflückt die Beere. Oh, ich wusste das natürlich. Ihr etwa nicht? Ja, klar. Ja, ich wollte nur mal sehen, ob du das auch machst. Klar wusste ich das. Prinzessin Emily, darf ich bitten? Es wäre mir eine Ehre. Pflanze verschwindet. Genau in diesem Moment wächst irgendwo anders eine neue Wanderbeere. Das könnte hier und überall sein. Aber wo genau das ist, das bleibt ganz lange ungewiss. Diese Beere ist ganz schön schwer. Wir werden alle mit anpacken müssen, um sie zurückzutransportieren.
So, seid ihr jetzt alle bereit? Ja, bereit! Wahre Freunde bleiben für immer, sind für immer stark wie nie. Wahre Freunde sind verbunden, wie im Lied die Melodie. Bin ich mal traurig, dann bringt dein Lächeln mich nach Haus. Ob nah, ob fern, wo immer du bist, bin ich auch. Beste Freunde, will ich beste Zeiten. Seite an Seite bis zum Ende begleiten. Wenn sich Freunde wählen, weiß ich, ich kann. Tja, jetzt musste ich ihn mit einem ganz gewöhnlichen, langweiligen, alltäglichen Stift machen. Deswegen ist er nicht so schön geworden, wie ich es gern hätte. Du musst dir den Routenplan mal ansehen und sagen, ob die Route zu lang ist. Ich bin gerade damit beschäftigt, Orangella und Fläumeli zu helfen. Könntest du bitte in einer Stunde ins Café kommen? Dann sehe ich ihn mir an. Es dauert doch nur eine Sekunde oder eine Minute. Das hängt davon ab, wie schnell du lesen kannst. In Ordnung. Will ich wissen, was das soll? Genau das habe ich auch gesagt. Meine Nüsse! Mein Plan! Mann, oh Mann! Tut mir leid, Mädels. Aber ich habe gerade schon genug zu tun mit der Parade. Vielleicht kann ich ja nachher einfach wiederkommen und euch dann allen helfen. Oder was noch besser wäre, vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig helfen. Tut mir leid, mein Kopf ist schon voll genug. Ich muss diesen ganzen Routenplan nochmal machen. Schriftlich. Und mein Tanz hat einen Rechtskick, wo eigentlich ein Hopser sein sollte. Und diese ganzen Blüten reihen sich nicht von allein aneinander. Also dann. Ich habe versucht, eine gute Anführerin zu sein. Aber es lief nicht so gut, Schnurrschönchen. Ich habe Aufgaben an meine Freundinnen verteilt, nachgesehen, wie es bei ihnen läuft und sie motiviert. Aber irgendwie ist nichts fertig geworden, Schnurrschönchen. Schnurrschönchen? Ach, deshalb bist du weggegangen. Du wurdest durch etwas abgelenkt und genauso ging es den anderen. So etwas geht schnell. Ich wünschte nur, sie würden sich gegenseitig mehr unter die Arme greifen. Sie wirken alle so gestresst. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich alle Aufgaben, die hier auf dieser Liste stehen, so ganz ohne ihre Unterstützung schaffen soll. Was ist, Schnurrschönchen? Hast du da etwas gefunden? Oh, das hier ist die allerletzte Aufgabe. Oh nein, nicht noch eine weitere. Hier steht: Ich schrieb die Liste sehr gehetzt, daher kommt diese Aufgabe zuletzt. Aber Regel Nummer 1, du wirst lachen, die Parade soll Spaß machen. Das ist doch nichts Neues, jeder weiß das. Nein, warte, genau das ist es, was ich falsch mache.
Ich habe so viele Aufgaben an die anderen verteilt, dass keiner mehr Spaß hat. Vielleicht habe ich einfach zu viel von allen erwartet. Von jetzt an werde ich noch viel härter arbeiten. Das erzähle ich dir, wenn wir unten sind. Greifen und ziehen, bitte. Es wird immer bunter. Greifen und ziehen, bitte. Wir ziehen sie runter. Greifen und ziehen. Hier nach unten. Greifen und ziehen. Gesund und munter. Ja! Also, wieso hast du denn nun da oben gekichert, Emily? Naja, ich habe euch von dem Ast aus dabei zugesehen, wie ihr alle hermarschiert seid, um mich zu retten. Ich wünschte nur, ihr hättet das auch sehen können. Ihr seid marschiert, habt gesungen und die Girlande getragen. Es sah so aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß, weil wir zusammengearbeitet haben und nett zueinander waren. Mädels, ich hatte einen Moment lang Angst, dass wir das mit der Parade nicht schaffen. Aber das da war die beste Parade, die ich je gesehen habe. Ach, wirklich? Ja, du hast recht. Ja! Ja! Lass uns das nochmal klarstellen. Emily, du warst es, die diese Parade möglich gemacht hat. Du hast nie aufgegeben, auch wenn dir keiner von uns geholfen hat. Dafür danken wir dir aus unserem bärig tiefsten Herzen. Oh, ihr schafft es einfach, dass ich mich wirklich wie eine richtige Prinzessin fühle. Will ich doch gar nicht sagen. Und das auch nicht. Nein, das kann ich noch besser. Hallo, Emily. Bereitet es dir Schwierigkeiten, deine Rede zu schreiben? Nein, nicht meine Rede. Meine Rücktrittserklärung. Rücktrittserklärung? Du willst deine Kandidatur zurückziehen? Ja, ich will nicht mehr Bärenfestprinzessin werden. Aber wieso denn nicht? Das ist doch eine große Ehre und wir brauchen unbedingt eine Bärenfestprinzessin. Ich weiß, aber die Wahl verursacht viel zu viel Ärger. Jeder muss sich zwischen mir und Orangella entscheiden und das fühlt sich nicht richtig an. Wir waren immer Freunde und haben uns so gut verstanden. Und jetzt ist jeder hier in Bitzibärchenhausen gezwungen, eine von uns auszuwählen. Aber einige wissen nicht, wen sie wählen sollen und sind deshalb unglücklich. Also denke ich, das Beste ist, wenn ich aus dem Rennen ausscheide. Ich weiß nicht genau, ob dir klar ist, warum man sich frei entscheiden können muss. Du denkst, das heißt, wenn du für mich stimmst, magst du mich. Und wenn du für sie stimmst, magst du sie. Darum geht es jedoch überhaupt nicht. Aber genau so fühlt es sich für mich an. Man wählt nicht jemanden, weil man ihn mag, sondern das, was er zu bieten hat. Es ist gut und wichtig, eine Auswahl zu haben. Zu wählen, was du zum Mittagessen willst, was du anziehen willst oder irgendetwas anderes. Selbst wenn sich die Leute hier in Blitzibärchenhausen nicht einig sind, wen sie wählen sollen, so können sie trotzdem miteinander auskommen. Deine Freunde und du, ihr habt unterschiedliche Meinungen und trotzdem versteht ihr euch oder etwa nicht. Doch, das stimmt. Jedenfalls meistens. Eigentlich schade, dass meine Wahlkampfmanager das nicht tun. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Bärchen. Guten Morgen, Emily Erdbär. Was machst du denn hier? Ich experimentiere damit, Blumen unterschiedlich groß zu machen. Butzelbeeren groß und auch Bitzibärchen klein. So kannst du auch in einem kleinen Garten viele Blumen blühen lassen in verschiedenen Arten. Das ist wirklich eine ziemlich schlaue Idee. Es ist wirklich ein wunderschöner Morgen, um die Blumen zu bewundern. Oh, weißt du, ich bewundere sie nicht nur. Ich bin gerade dabei, aus diesen Blütenblättern ein neues Parfüm zu kreieren. Oh, riecht toll. Ja, toll. Aber es
ist Teil meiner neuen Frühjahrskollektion, die allerbärig-beste, die ich je hatte. Also muss es super außergewöhnlich sein. Naja, da du eine reiche Auswahl an Blumen hast, solltest du ziemlich schnell etwas Außergewöhnliches zustande bringen. Auf Wiedersehen! Seltsam, aber es riecht wirklich gut. Licht. Wo ist Himbeertörtchen? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Da ist sie ja. Hallo, Himbeertörtchen. Bist du bereit, mit uns zu nähen? Gekommen, um euch zu sagen, ich komme nicht zum Quiltclub heute. Aber das ist doch dein Lieblingsclub. Stimmt irgendwas nicht? Ja, das hier. Ich habe der Prinzessin versprochen, für alle Bärchen Arbeitshosen zu nähen. Für das jährliche Marmeladenstampfen. Dutzende über Dutzende davon. Ich dachte, das würde leicht sein, weil die Bärchen doch so klein sind. Aber jetzt stellt sich heraus, dass so etwas Kleines zu nähen in Wahrheit total schwer ist. Damit die Hosen wirklich wasserdicht sind, müssen die Stiche bitzi-mini-tini winzig sein. Und das ist viel zu klein für meine Nähmaschine. Und sie sind so schwer zu sehen. Oh je. Oh, das tut mir leid. Arme Himbeertörtchen. Oh je. Ach, Himbeertörtchen. Wenn diese winzigen Bärchen doch bloß so groß wären wie wir, dann könnte ich wenigstens sehen, was ich da tue. Ich könnte die total schnell nähen, wenn sie nur nicht so winzig wären. Hey, ich habe eine Idee. Wenn die Bärchen größer wären, wäre nicht nur das Nähen einfacher, sondern größere Bärchen könnten auch viel mehr Marmelade stampfen. Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen! Hä? Das verstehe ich nicht. Die passen doch gar nicht. Okay, hört mir mal zu. Sie sind zu groß für euch, aber ich weiß einen Weg, wie sie euch perfekt passen werden. Halte kurz still, damit ich... Oh, das duftet... Habe ich komisch gerochen oder so? Nein. Warte kurz. Oh! Jetzt probier die Hose nochmal an. Tada! Darf ich es auch mal probieren? Na klar. Bitteschön. Oh, toll! Ja! Warte, nicht so springen. Ja! Seid vorsichtig. Oh nein, komm zurück! Oh, mein gutes Parfüm! Was ist denn das für ein Lärm? Was? Wie? Die? Oh! Ja! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu einem Bärchen aufblicke.
Und so weit hinauf. Und wie kommt ihr voran, Himbeertörtchen? Tja, wir versuchen, mehr Parfüm zu machen. Aber Herr Bärchen konnte noch nicht die richtige Menge und Reihenfolge an Funken herausfinden. Lasst es uns noch mal versuchen. Diesmal fängt blau an. Ihr solltet euch besser ducken. Wenn uns der Saft ausgeht. Oh, das ist so furchtbar schrecklich. Ich dachte, es würde helfen, wenn die Bärchen etwas größer wären. Ich hätte nie gedacht, dass das ganz Bitsi-Bärchenhausen beeinflusst. Im Moment sind wir die Einzigen, die die Bärchenfarm betreiben können. Weißt du was? Du hast recht. Zeig mir einfach, was ich tun soll. Ich habe dieses Problem verursacht, dann will ich es auch wieder gerade biegen. Ich werde auch helfen. Ich auch. Ich auch. Worauf wartet ihr noch? Na los. Himbeertörtchen, wir brauchen doch noch mehr von deinem Parfüm. Aber ich muss der Prinzessin auf der Bärchenfarm helfen. Außerdem bin ich doch sowieso zu klein, um an die Blumen heranzukommen. Das stimmt doch gar nicht. Denn obwohl wir klein sind, können wir große Taten vollbringen. Besonders wenn die Bärchen dir helfen. Sie kommen doch an die Blumen ran. Oh, mir ist gerade etwas eingefallen. Wenn wir auf der Bärchenfarm helfen, wer kümmert sich dann um unsere Läden? Obstsalat, kommt sofort, sobald ich weiß, wie man den macht. Zwei Tassen Tee an Tisch 5 oder noch an Tisch 4? Auf dem Weg! Wo bleiben meine Waffeln? Wie macht man Waffeln? Frag mich nicht, ich hab noch nie gekocht. Seht euch nur die vielen Bücher an. Was machen wir mit denen? Wo müssen die denn hin? Ich weiß es. Wir sortieren sie nach Farben. Ja, das machen wir. Ich nehme die Grünen. Das ist eine tolle Idee. Jessen? Bin detektivieren. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Bonnie? Bist du da drin? Hallo? Hey, du da. Bonnie? Detektivin Bonnie, wie sehe ich aus? Wie Patty Schnüffelnase. Danke. Was macht ihr gerade? Wartet, sagt nichts. Ich will es selbst herausfinden, so wie Patty. Sie weiß genau, wie sie die Gedanken von Kriminellen lesen kann. Kriminelle? Nun gut, mein überaus gutes Kombinationstalent sagt mir, dass ihr eine Wanderung unternehmt. Wie hast du das denn erraten? Ich habe nicht geraten. Ich habe mich gefragt, wieso haben diese Mädchen wohl Schmetterlingsnetze und Ferngläser dabei? Was für ein Zufall. Und wir haben uns gerade gefragt, wieso haben wir keine Wanderkarten dabei? Was denn für Wanderkarten? Na, die du mitbringen solltest. Ups, ich denke, die habe ich in einer Kiste verstaut. Ich musste ja Platz machen für die Patty-Schnüffelnase-Krimis. Also, wenn du mit uns mitkommen willst, solltest du dich noch umziehen. Oh, das tut mir leid, wirklich. Ich will euch nicht aufhalten. Ich muss außerdem noch meine Detektivierungsfähigkeiten trainieren. Wir haben Muffins, deine Lieblingssorte. Blaubeere. Ach ja? Oh, nein, danke schön. Ich mag Muffins überhaupt nicht. Hä? Bis später. Ich muss los, um neue Rätsel zu lösen. Ist es nicht Patty Schnüffelnase, die Muffins nicht mag? Und nicht Bonnie? Ich mag doch Patty Schnüffelnase-Bücher auch total, aber was ist mit unserer Freundin Bonnie passiert? Das ist das eigentliche Rätsel. Ich verstehe es nicht. Da! Wieso sehen diese Pflanzen so aus? Genau das ist ja das Rätsel. Irgendwas verursacht dieses Karo- und Punktemuster. Du kannst sicher herausfinden, warum sie so aussehen, mithilfe deiner Bücher. Nein, 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 nein. Ich werde diesen Fall im Patty-Schnüffelnase-Stil lösen. Und sie beginnt immer damit, Hinweise zu sammeln. Und dann kommt der lustige Teil. Der lustige Teil? Ja. Sich in die Gedanken des Kriminellen einfühlen. Sich zu fragen, was der Kriminelle wohl denkt.
Wieso würden Pflanzen Karos und Punkte haben wollen? Vielleicht war ihnen langweilig. Aha! Ich weiß, was mit den Pflanzen los ist. Jemand hat sie angemalt. Wieso sollte jemand sie anmalen? Ganz genau. Und das werde ich herausfinden. Ich werde darauf warten, dass der Täter zum Tatort zurückkehrt. Das tun sie immer, weißt du? Das habe ich von Patty Schnüffelnase, der genialen Detektivin. Ich werde die ganze Nacht hierbleiben, wenn es nötig ist. Nicht eine einzige Winzigkeit wird meinem aufmerksamen Auge entgehen und dem anderen auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist bärig schlimm. Das Karo- und Punktemuster hat sich weiter ausgebreitet. Hey, vielleicht hat Bonnie das Rätsel ja gelöst. Wo ist sie eigentlich? Irgendwo hier müsste sie sein. Bonnie? Ja? Aha, du da. Also warst du es von Anfang an und deine kriminelle Komplizin. Dieses Rätsel ist gelöst. Also, warum habt ihr das getan? Was getan? Na, Karos und Punkte auf die Bärenpflanzen malen. Wir haben gar nichts angemalt. Und was macht ihr dann hier mitten in der Nacht? Wir wollten sehen, wie es dir geht, ob auch alles in Ordnung ist. Und eigentlich ist schon morgen. Aha! Ich wusste das. Ich wollte nur sehen, ob ihr das auch wisst, dass ich das weiß. Wisst ihr? Also, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich muss ein Rätsel lösen. Hier treibt sich irgendwo ein Schwerverbrecher rum. Ein Unhold, der keinerlei Geschmack hat. Du hast herausgefunden, wer vermisst wird? Aha, fast. Weil ich beinahe herausgefunden habe, wer vermisst wird. Ich habe nur noch ein paar Fragen an euch. Dann wird der Fall so gelöst sein wie eine Brausetablette in einem Wasserglas. Mein Kombinationstalent sagt mir, dass die Antworten zu meinen Fragen hier in diesem Raum sind. Was für Fragen hast du denn? Was ist das Lieblingsessen der Person? Das sind definitiv Muffins. Aha! Ganz besonders Blaubeermuffins. Aha! Was ist mit Hobbys? Sie liebt es, Bücher zu lesen. Aha! Es ist ein Mädchen. Du sagtest sie. Ich habe alle Hinweise gesammelt und nun setze ich sie zusammen. Sie mag die Farbe Blau und hat eine merkwürdige Vorliebe für Blaubeermuffins. Sie liest gerne Bücher und müsste eigentlich hier im Buchclub sein, wenn sie nicht verschwunden wäre. Die einzige Person, die das sein kann, ist... Ja? Nun, wer ist es? Komm schon, mach es doch nicht so spannend. Die einzige, die in Frage kommt, ist... ich selber. Na, ehrlich? Ja, genau, du bist es. Du hast das Rätsel gelöst. Also, ich bin die vermisste Person? Du hast es erkannt. Ja, ich denke, ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit, hm? Und wir haben dich wirklich vermisst. Kommt alle mit, kommt mit in den Bärenhain!